singt traurige Lieder. Seine Tochter hat sich verliebt in einen Prinzen, wie es gibt nur diesen. So weiß er, sie kehrt nicht zurück. Hörte sie weinen im Bache, mich rührte nicht nur ihr Leid, brachte sie zu einer, die Zauber, die gab ihr Herze und Bein. Volk sah sie und gab ihr Namen, wollte sie vom Feuer geprüft. Doch hört der Prinz ihr grausames Barmen und zur Seite die Massen er ruft. Dieses ist, die all mein Leben als seinen Sinn sich gesucht. Will mich wohl neben sie legen, wer Hand an sie legt, sei verflucht. Hatte doch fleißige Feinde, schwerer Krieg bedroht Prinz und Land. So musste er dann reichen einer anderen seine Hand. Der Herrscher, der ihn bedrängte, bot seine Tochter als Pfand. Unwissend der Hexe, der Nixe Verhängnis, der Prinz wird Frieden fürs Land. Sollt ihre Liebe sich geben einer anderen für alle Zeit, wird der Nix sein Enden auf Erden, es sei denn, wer gäb seines dran. Gedenkend der Tränen am Bache gab ich, was an Leben mir blieb. Hoffen, ihr ewiges Lachen macht wett, dass ich von euch schied. Herzlich willkommen zur offenen Liederbühne im Zimmer 16. Falls ich es noch nicht gesagt habe, ein frohes neues Jahr. Eigentlich sind wir schon wieder Ostern, aber wir sehen uns tatsächlich das erste Mal. Du kannst das jetzt. Das erste Mal in diesem Jahre, weil hier gebaut und gebastelt. Wir haben neues Licht. Ich sehe immer noch nichts. Das macht mir Freude. Da muss ich euch nicht sehen. Das finde ich viel schöner. Das ist so. Wie viele Punkte sind es eigentlich? 7 sind das. Das sieht sehr hübsch aus hier. So wie Blumen, die vor ihm hängen. Ja, heute war wieder so ein Denkstetag irgendwie. Ich dachte, ich nehme von Guben aus den Durchfahrer. Und der bretterte auch ordentlich irgendwie und dann blieb er auf der Strecke stehen. Wir haben 10 Minuten Aufenthalt. Ich sagte, danke schön. Wozu machen wir uns die Mühe? In Erkner hält er ewig, weil irgendwie in Warschauer Straße Einsatz wieder mal war. Und ich sagte, wir fahren zurück. Ich sagte, schön, dann steige ich aus. Steige in die S-Bahn und in Köpenick sehe ich, wie der Zug an mir vorbeifährt. Ich sagte, super. Das hat wie klappt wie am Schnürchen. Ja, am Schnürchen klappt das heute auch wie. Also, die beiden, die sich jetzt hier noch bei Arvid und Stefan, bis jetzt sind die Leute, die sich gemeldet haben, nicht aufgetaucht, also seid ihr dann dran in der zweiten Hälfte. Wir haben als erstes haben wir Björn Esther Wagner und den habe ich deshalb an Anfang gelegt, weil er sagt, er will eine CD verschenken. Zwei. Aber er besteht auf den Beleg des Besitzes eines CD-Players. Und ich wollte euch jetzt so die Veranstaltung über die Gelegenheit geben, nachzusinnen, worin dieser Beweis bestehen könnte und wie ihn an Björn bringt. Herzlich willkommen, Björn Esther Wagner. Check, check. Klappt schon mal gut. Hey ho. Hey, hey. Ja, vielen Dank. Du hast recht, man sieht niemanden. Ich dachte, geil. Ja, ich verschenke heute zwei CDs, weil ich nehme eine neue CD auf. Ich mache mal so alle Jubeljahre. Jedes Jahr versuche ich eine EP rauszubringen mit selbstgeschriebenen Liedern. Jetzt habe ich noch zwei alte CDs übrig. Die verschenke ich heute, wenn jemand möchte. Und dann nehme ich eine neue auf. Und dann, sobald die dann alle sind, gibt es wieder eine neue. Und so weiter, und so weiter. Ihr wisst, wie es läuft. Ich habe ein Lied mitgebracht, das ist ganz neu. Kommt auf die neue CD. Ich hoffe, ich habe den Text schon einigermaßen drauf. Schauen wir mal. Ob Tag oder Nacht, doch einerlei.
eine folgt aufs andere, dann ist es vorbei. Die Erinnerung ist nur noch ein Schimmer. Meine Welt besteht nur noch aus diesem Zimmer. Denn du kommst nie wieder. Du kommst nie wieder. Noch bleibt, sind stumme Fragen. Die Antwort ist kalt, ich kann sie nicht ertragen. Ich glaube, da draußen ist jetzt gerade Winter. Was auch immer ich war, ich bin jetzt kein Kind mehr. Denn du kommst nie wieder. Du kommst nie wieder. Eigentlich alle lieben, aber ganz oft missverstehen, weil wir immer glauben, es hat mit Molotow-Cocktails und mit Punks und mit Verbrechen und mit Tyrannei zu tun, aber im Endresultat ist es dasselbe wie Liebe, es ist die Anarchie. Schon länger her. Zu erinnern fällt jetzt doch schon mal schwer. Es ist schon so vieles ausgeträumt. Selbst die Liebe ich 34 haben sie geräumt. Vergesse ich nie, das ist die Anarchie, Anarchie, oh Anarchie.
der Suche nach der Richtigen. Natürlich fand ich immer nur die Flüchtige. Von allen, die da kamen, weiß ich nicht mal mehr die Namen. Doch eins vergesse ich nie, das ist die Anarchie, Anarchie, oh Anarchie. Und wenn ich dann einmal nicht mehr bin, zurück ins Nichts gegangen bin, von den Maden aufgefressen bin, mit allem Recht der Welt vergessen bin, dann vergesst doch bitte nie, wir sind Anarchie. Ich bin Anarchie. Wir sind Anarchie. www.kinoshow.de, könnt ihr noch ein bisschen reinschauen. Und wie gesagt, wer sich traut, mich anzusprechen, kriegt eine CD geschenkt. Ihr braucht auch nicht beweisen, dass ihr die einfach könnt. Vielleicht habt ihr Plattenspieler, da passt ihr auch drauf. Vielen lieben Dank. Danke. Wir haben uns verraten. Genau, das passt. So, was wollte ich sagen? Carlos. Was sind das für Geräusche? Mann, bin ich froh, dass ich es nicht so atmen muss. Eintrittskarte? Ihr nehmt Eintritt heute? Ah ja, ist auch nicht schlecht. Wir kommen zu was ganz anderem, den nächsten Künstler. Der hat auf den Namen Kiro Basic. Ich muss immer irgendwie an C64 denken dabei, deshalb nur. Herzlich willkommen, Kiro Basic. Du hast einen Stecker, hast du. So, das erste Lied ist auf Englisch und es geht um eine Sache, die mir sehr, sehr wichtig ist. Und man sieht hier tatsächlich niemanden, das ist sehr cool. Und ja, es geht darum, dass wir oft so viel tun könnten und das nicht machen. Und es gibt da draußen so viele Leute, die unsere Hilfe brauchen würden. Und es gibt einfach viel zu viele, die wegschauen. Und deswegen habe ich das Lied geschrieben. Und es geht nicht an jeden Einzelnen von euch, aber es geht an manche Leute da draußen, die einfach zu oft beschließen, die Augen zu schließen. Tragedies continuously unfold. Forgotten long before they even told. While we pretend having hearts of gold, then how can we let all these people die? How can we let all these children cry? How can we just close our eyes
I'll ask you why. We destroy our planet, and we just wait and hope that somehow it'll turn out well. We don't see the wars, we don't feel the pain. They're not bleeding here on our shores. We don't lend a helping hand to all those drowning, although we could. We need time to understand. We all need to change our view on those in need, on those who suffer. Depend on what we do. Let's make a change, I'm begging you. Maybe we can start with a smile or the signs to show that we still care. But it's not enough, we have so much we just have to share. If you still close your eyes and ears, I ask you, how do you dare? How can you let all these children cry? Can you let all these people die? How can you just close your eyes? I'll ask you why. You destroy our planet, and you just wait and hope that somehow it'll turn out well. You don't see the walls, you don't feel the pain. They're not needing you on your shores, sir. You don't leave a hand and hand to all those drowning, although you could. It's really time to understand. We all need to change our view on those in need, on those who suffer. Depend on you. Let's make a change, I'm begging you. Time to understand, we all need to change our view. On those in need, on those who suffer, depend on what we do. Let's save our earth, let's save some lives. Let's change our lives, I'm begging you. Einfach jedes Mal wegzuschauen und so zu tun, als würde man immer für jeden und für alles da sein. Und dabei können wir so viel tun, jeder von uns. Und wenn es nur ein Lächeln ist, das wir einander schenken können, es ist einfach so wichtig, einfach die Augen offen zu halten. Ja. Und beim nächsten Lied will ich euch einfach einladen, euch einen Moment der Ruhe, der Geborgenheit zu nehmen. Denn das Lied ist für jeden, der sich diesen Moment eben nicht nimmt im Alltag. Und das sind wir meistens alle. Wir könnten uns alle mal diesen Moment nehmen am Tag. Und dieser Moment jetzt ist nur für euch. Hast du dir zuletzt mal was Gutes getan? Ich geb dir den Rat, fang gleich jetzt damit an. Schließ die Augen und lehn dich zurück. Öffne dich für Entspannung und Glück. Egal was im Leben grad so um dich geschieht, du brauchst auch mal Ruhe und hast sie dir verdient. Was du gerade auch noch im Stress? Lass alles los, lebe im Jetzt. Nimm dir Zeit für ein bisschen Geborgenheit. Komm, tu dir den Gefallen, hör dies Lied. Lass dich fallen in den Moment.
nur für dich. Die Welt steckt voller Möglichkeiten. Lass sie dir jetzt deine Freude bereiten. Hör nur, wie ihr Lied erklingt, dass sie voller Sanftmut singt. Finde dein Lächeln und finde dich selbst. Alles wird leichter, wenn du dir gefällst. Und ich bin ganz ehrlich zu dir, du bist perfekt im Jetzt und Hier. Drum nimm dir Zeit für ein bisschen Geborgenheit. Komm, tu dir den Gefallen, hör dieses Lied, lass dich fallen in den Moment nur für dich. Komm, nimm dir Zeit für ein bisschen Geborgenheit. Komm, tu dir den Gefallen, hör dieses Lied, lass dich fallen in dem Moment nur für dich. Fühl dich erleichtert, erlöst, beschwingt und befreit. Finde in dir die Stärke, sei für alles bereit. Du bist selbstbewusst und fit, und dein ganzer Körper singt jetzt nochmal mit. Ich nehm mir Zeit für ein bisschen Geborgenheit. Komm, ich tu mir den Gefallen, hör dieses Lied, lass mich fallen in den Moment nur für mich. Komm, ich nehm mir Zeit für ein bisschen Geborgenheit. Komm, ich tu mir den Gefallen, hör dieses Lied, lass mich fallen in den Moment nur für mich. Komm, nimm dir Zeit für ein bisschen Geborgenheit. Komm, tu dir den Gefallen, hör dieses Lied, lass dich fallen in den Moment nur für dich. Dankeschön, es war noch einen schönen Abend. Vergesst euch nicht, euch nochmal diesen Moment Zeit zu gönnen, denn das ist so wichtig. Ihr seid alle wunderbar, schönen Abend. Ein herzliches Dankeschön, mit dir heute wie es Brezel backen, kann ich sagen. Ich finde es ja total praktisch, wenn Künstler mir nicht so viel über sich erzählen. Das gibt mir Gelegenheit, mich meinem Lieblingsthema zu widmen. Ja, weiß nicht, ob ich das aufgefallen habe, da hängen Fotos irgendwie dran. Galerie von, sind ein bisschen mehr als ein Dutzend Fotos. Doch drei davon bin ich. Ich fühle mich geschmeichelt. Wer jetzt sagt, findet, wer jetzt ein bisschen eitel von mir, ich stehe nicht hier vorne, weil ich so nett bin. Was, wo ich sollte einen Punkt gerade machen? Um jetzt überzuleiten von mir auf den, der da kommt, das ist total primitiv, das ist nicht subtil. Meine Mutter war Schneiderin, herzlich willkommen, hallo. Schneider.
Thank you.
Mal. Es rauscht der Bach, es wird nie wieder anders sein. Wirst du fragen nach den Tagen? Wirst du fragen, wird es anders sein? Meine Mutter Schneiderin war, heißt übrigens nicht, dass ihr mein Vater wäre. Wer sich jetzt fragt, ob es eventuell auch dann nicht stimmt, dass ich nicht nett wäre, nein, was? Was willst du? Du willst, ob du mein Vater bist? Nee, lieber nicht. Dein Herz ist so groß, schneidest das Gras wieder auf. Der grüneren Seite, das hat mir noch nie recht geschmeckt. Und stelle ich dich, treffen mich die grimmigen Worte, das hat dir ein Teufel gesteckt. Du bist mein Rumpel, ich dein Stierchen, wir tanzen durch das Feuer. Auch wenn du manchmal spinnst ein bisschen, gäb ich dich nie für Gold noch Heu. Ich könnte dir ja vielleicht gar im zornigen Tone Kunde tun. Ich weiß, wie er heißt, doch hätte ich Angst davor, dass du stampfenden Fußes und voll Wut das Tischtuch zerreißt.
bist mein Rumpel, ich dein Stielchen. Wir tanzen durch das Feuer. Auch wenn du manchmal spinnst ein bisschen, gäb ich dich nie für Gold noch her. Ich es, gäbst du die größere Mühe beim Versteck der anderen sehr nett. Du bist mein Rumpel, ich dein Schnielchen, wir tanzen durch das Feuer. Auch wenn du manchmal spinnst ein bisschen, gäb ich dich nie für Gold noch heu. Du bist mein Rumpel, ich dein Schnielchen, wir tanzen durch das Feuer. Und weiter geht's mit der offenen Liederbühne im Zimmer 16. Wir kommen zu was ganz anderem. Große Gegenstände stehen auf der Bühne rum mit einer jungen Frau dahinter. Herzlich willkommen, Julia Jean Boca. Hallo, danke. Ja, ich bin hier mit meiner keltischen Harfe und ich spiele erstmal zwei Stücke aus Irland. Und zwar traditionelle Stücke, weil wir sind ja hier GEMA-frei. Und das erste heißt The Maid of Kilmore. Und ich sehe zwar nicht so viel, aber ich höre was. das heißt Maid of Kilmore und handelt davon, dass also nach der Hungersnot sind viele Menschen aus Irland nach Amerika ausgereist und da hat jemand seine Liebste dadurch verloren und vermisst und sucht sie in Amerika. The Maid of Kilmore. Sweet, lovely Derry for fair London town. There is no finer harbour all around can be found. Fair, where the youngsters each evening go down to the shore. Joy bells are ringing for the Maid of Kilmore. The first time I saw her, she passed me by. But the next time I saw her, she bid me goodbye. Last time I saw her, she grieved my heart sore, for she sailed down Lough Foyle and away from Kilmore. To the far ends of America, my love, I'll go. For it's there I know no one, and no one knows me. But if I do not find her, I'll return home no more. Like a pilgrim I'll wander for the Maid of Kilmore.
Von einem sehr wichtigen Thema, also ein Thema, das in Irland sehr wichtig ist, und zwar handelt es vom Heiraten. Und zwar wird da eine junge Frau angesprochen und es wird ihr gesagt, du kannst jetzt nach Hause gehen, es ist alles vorbereitet für die Hochzeit. So, dann brauche ich einen Fiss, Moment. Mal die Klappen umstellen. Was sind hier so Halbtonklappen? Achso, und das ist ein traditionelles irisches Stück und es wird auch von der irischen Band Clannad gespielt. Harfe zur anderen, also manche Harfe bedient man mit Fingern, dann gibt es welche, die bedient man mit, wie heißen die Tasten? Man nennt sie Klavier. Also eigentlich ist das dasselbe, da liegen irgendwie alle Saiten nebeneinander. Wir hatten ja so ein bisschen Ausfall am Anfang des Jahres und Fridolin, der jetzt kommt, war einer von denen, die uns netterweise ein Video geschickt haben, damit wir so ein bisschen über die Runden kommen. Und wird auch demnächst hier irgendwann Konzert haben, habe ich das richtig verstanden? Ja. Am 25. Juni. 25. ist ja noch ein bisschen hin. Du musst doch noch mal kommen. Herzlich willkommen, Fridolin Hahn. Ja, ich singe nämlich gar nicht, deswegen quatsche ich auch nicht so viel. Ich spiele jetzt eine Eigenkomposition
Meine aktuellste. Und da wünsche ich euch allen viel Spaß. Thank you.
Ja, dann spiele ich noch eins. Ja. Einen Mixer für ihre neue CD, die sie aufgenommen hat, aber die muss noch irgendwie zusammengemischt werden. Genau. Hatten wir hier nicht Leute, die mixen können unter uns? Ich habe schon den Oliver. Genau. Siehst du, da wäre da schon mal einer. Herzlich willkommen, Chiara. Ja, Chiara. Hallo? Mhm. Hä, du bist doch so groß, Fridolin. Was ist so tief gesetzt? Hallo, ich bin Chiara. Ich spiele heute zwei Lieder aus meinem Album, was eben noch nicht erschienen ist. Und das erste, was ich spiele, heißt Island. Also Englisch. Oh,
looking deep at mullet and row. Not just pretending, but truly hoping bright ones to show. Wherever they go, they will come back, once light and shiny. Als ein Liebesbuch. Spot my weak spot.
things that I hier mehr Künstler durch, aber das finde ich schade. Also mich würde, deshalb gehe ich nicht auf offene Liederbühnen, weil mich nervt das total, den ganzen Abend rumzusitzen und dann ein oder zwei Lieder zu spielen. Das finde ich die Pest. Ich habe eine Zeit lang irgendwie mit Freunden zusammen in der Kirche gespielt und da macht man dann manchmal auch Gottesdienstbegleitung und so lustige Sachen. Nicht, dass mich das überhaupt interessiert, was da passiert im Gottesdienst. Aber man sitzt trotzdem die ganze Zeit da und muss dann kurz vorher stimmen und dann spielt man ein Lied und dann sitzt man wieder und muss zuhören, weil es, also das ist wirklich fürchterlich. Deshalb finde ich richtig nett, dass ihr heute alle bis zwei Lieder spielt, weil haben so viele Leute. Der jetzt kommt, war schon öfter da. Du brauchst ein Kabel, ne? Du brauchst das. Arvid? Ja, 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 ja. Ja, warum zu chatten hier, okay? Er weiß noch gar nicht von seinem Glück. Na gut. Dann sage ich jetzt nochmal, wie er ganz komplett heißt: Arvid Wolf. Herzlich willkommen. Brauchst du Notstände? Ja, alles gut. Alles gut, sagt er. Ja. Gib dir ein Kabel und hol die Notstände. Danke. Tiefer? Tiefer, wa? Sag halt. Na gut, gut. Ich sehe da sowieso nichts drauf. Na doch, ich glaube, ihr macht jetzt gleich Licht an. Für den Ständer. Behaupte ich mal. Ich habe euch ein Lied mit zwei Liedern. Genau. Oh, kommt da was raus? Also ich höre die Gitarre. Ihr auch? Sehr gut. Ich versuche nicht mal an dem Lied, ist das ganz neu. Wenn man sich unterhält, gibt es ja viele Facetten der Kommunikation, die sehr gut laufen kann. Man kann sehr schöne, sehr liebe Dinge sagen. Man kann sagen Dinge, die man versteht. Und es geht auch irgendwie anders. Den Nachrichten, die du auf Wolken schreibst, in deinen Rauchzeichen und Bildern dazu. Da kann ich lesen, Sehnsucht nach mir, ohne mich kommst du nicht zur Ruhe. Ich hab Blumengeschenke und Träume gepackt, gute Fahrt schriebst du noch. Gute Tour. Doch jetzt macht niemand auf, alle Fenster sind dunkel und von dir, da fehlt jede Spur. Doppelte, doppelte, doppelte Botschaft, doppelter Boden, doppelter Sinn. Nie weiß ich, was du wirklich vorhast, nie weiß ich, woran ich denn bin. Haus liebst du, es Probe zu legen, träumst mit mir von Zukunft und Sinn. Doch zu Hause, dann brichst du in Tränen aus, weil ich doch kein Neuanfang bin. Doppelte, doppelte, doppelte Botschaft, doppelter Boden, doppelter Sinn. Nie weiß ich, was du wirklich vorhast, wie weiß ich, woran ich denn bin. Wenn ich müde geworden meinen Kram ausräume, kommst du zu mir, ein Engel, so zart. Doch berührt meine Hand deinen Flügel von dir, ist dein Blick gefroren und hart. Doppelte, doppelte, doppelte Botschaft,
dreimal ein Ja und viermal Nein. Ich hab keine Ahnung, wo du mit mir hin willst. Es kann ja nicht allzu weit sein. Viel zu lang treibst du schon dieses Spiel. Viel zu lang ist mein Herz dabei. Doppelte, doppelte, doppelte Botschaft. Dreimal ein Ja und viermal Nein. Ich hab keine Ahnung, wo du mit mir hin willst. Ich glaub, mir geht's besser allein. Ich glaub, mir geht's besser allein. Nächste Lied. Aus irgendeinem Grunde wohne ich immer, ich bin schon ganz oft umgezogen, entweder im Keller oder unterm Dach. Irgendwie andere Stockwerke habe ich noch nicht geschafft. Und das nächste Lied geht um Letzteres. Ums Dach. Und unterm Dach ist das Stimmen immer schwierig, wie ihr seht. Hab's gleich. Klingt traurig, ne? Wir wissen nicht, wo irgendwie. Ich höre dich atmen, wenn du schreist. Schlaf weiter, bleib so, werd nicht wach. Das laute Klopfen, das du hörst, ist nur der Regen auf dem Dach. Lichtjahre sind die Sterne fort, da kommen wir wohl nicht mehr hin. Neun Treppen sind es bis hier hoch. Die Richtung hat schon ihren Sinn. Die Richtung hat schon ihren Sinn. Ich hole dir noch eine Decke. Die Wohnung ist schon ziemlich kühl. Im Sternenlicht wirkst du ganz blass. Die Woche war einfach zu viel. Erst dieses Schreiben vom Gericht. Ist ja schon gut, wir sind jetzt brav. Dann der Vermieter vor der Tür. Er will mehr Geld, ich weiß nicht. Lichtjahre sind die Sterne fort, da kommen wir wohl nicht mehr hin. Neun Treppen sind es bis hier hoch, die Richtung hat schon ihren Sinn. Die Richtung hat schon ihren Sinn. Dreht rückwärts, wenn du schläfst. Die Augen zu, ganz ohne Wut. Die Decke ist sehr dick und warm. Dein ruhiges Atmen macht mir Mut.
Jahre sind die Sterne fort. Da kommen die wohl nicht mehr hin. Neun Treppen sind es bis hier hoch. Die Richtung hat schon ihren Sinn. Die Richtung hat schon ihren Sinn. Das Dachwohnungslied. Dankeschön. Danke, Arthur Wolf. Hast du diesmal wenigstens deine CD dabei, damit du dir ja, vielen Dank, genau. Wie heißt der? Wohnen in Berlin. Wohnen in Berlin, genau. Wie passend. Der Marc kann eine CD haben, genau. Dankeschön. Genau. So, es gibt ja Momente, an denen ist man einfach nicht drauf. Morgen gehören dazu, weil da muss ich aufstehen. Abends sieht es mir besser, weil ich dann vergessen, dass ich jetzt aufstehen musste. Es gibt Leute, bei denen ist es ein Dauerzustand mit dem Nicht-Drauf-Sein. Der Herr, der jetzt kommt, hat diesen Zustand. Herzlich willkommen. Komm gerade nicht drauf. Okay. Du brauchst einen Sitzmöbel? Nein, ich gehe genauso. Du stehst genau her. Ich muss noch die Bühnenshow perfekt machen. Mich verkabeln. Das ist es nicht. Nee, das ist nicht. Das Grüne nehme ich. Einmal ein Grün. Ein ganz bisschen gewollt, weil ich vielleicht nochmal hier hinschmulen muss. Wie schön, dass das beleuchtet ist. Also ihr seid echt großartig mit eurer Beleuchtung hier. Dialoge wie bei Loriot. Und leider sind wir selber Teil der Show. Kränkungen des Waffendepot. Wir stehen uns so oft im Weg. Wir schweigen gelangweilt oder vorwurfsvoll. Beim Reden nehmen wir den Mund zu voll. Als Liebender bleiben wir im Soll und sehnen uns nach einem Ausweg. Und leis, ganz leis, hör dir das Rad an der Räder im Gleis. Jeder weiß bereits, dieses Gleis führt weiter ins Abseits. Diese Spur führt uns ins Aus. Wir müssen aus der Spur raus. Wir müssen raus aus der Spur. Aber wie, aber wie, aber wie. Diskussionen drehen sich im Kreis, weil jeder gerne alles besser weiß und viel zu wenig selber tut. Politiker reden um den heißen Brei und wir unterstützen sie sogar dabei, weil jeder, wir halten uns an Privilegien fest und wissen noch, das ist nicht gut. Leis, hör mir das Rad deiner Räder im Gleis. Jeder weiß bereits, dieses Gleis führt weiter ins Abseits. Diese Spur führt uns ins Aus. Wir müssen aus der Spur raus. Wir müssen raus aus der Spur. Aber wie, aber wie, aber wie. Hör mir das Rad deiner Räder im Gleis. Jeder weiß
Reiz. Diese Spur führt weiter ins Abseits. Diese Spur führt uns ins Aus. Wir müssen aus der Spur raus, um unser Ziel zu erreichen. Müssen wir jetzt die Weichen stellen, um unser Ziel zu erreichen. Müssen wir jetzt die Weichen stellen. Wir kommen jetzt zu jemandem, der vor vielen Jahren schon mal hier gespielt hat, immer wieder, und in letzter Zeit irgendwie einfach nicht spielen wollte. Es ging so weit, er ist nicht mal hergekommen. Heute Abend ist er aber glücklicherweise da. Herzlich willkommen, Genia Oaks. Vorsichtig, weil ich hier wieder mal hier abgeht. Okay. Ich werde jetzt, es ist ja eine Liedermacherbühne, und ich spiele dann jetzt auch mal eins von meinen Liedermacher-Liedern, was heißt Morgens um vier. Das zweite Lied ist nach einem Gedicht von Eugenio Montale. Giorno non è dunque
Wassertopf. Liora più bella è di là dal muretto che rinchiude in un caso scelbato. Liederbühne, ich zieh mal raus, Ralf, ja? Der offenen Liederbühne, herzliches Dankeschön an Peter an der Bar, der uns mit Getränken versorgte. Und natürlich an der Technik, Licht und Ton, Ralf und Florian. Dankeschön. Wir sehen uns alle wieder am 17.04., das ist eine Woche nach Ostern. Bis dahin.